schnell. Und weiter. So. Ich muss wahrscheinlich irgendwo noch ein Strommast aufstellen, ne? Wow. Bleib mal stehen. Bleib stehen. Ja, ich würde gerne stoppen, das stoppt nicht so schnell. Du musst ordentlich zurück. Ich geh mal zurück. Ja, okay, dann kletter einfach wieder drauf. Ach, scheiße. Wir haben noch, sag mal, 78 HP im Wagen. Sag mal nicht, mir fehlt Kabel. Mir fehlt jetzt nicht ernsthaft Kabel, oder? Doch, mir fehlt Kabel. Hab ich dabei. Dann bist du der Fahrer, okay? Hab ich Kabel? Ja, ich hab Kabel. Wie viel Kabel braucht man? Keine Ahnung. Hab ich jetzt nicht drauf gehabt. Ich nehme einfach alles mit. Hey, ich hab doch 49 Kabel. Achso, warte mal. Mir fehlen Rohre dafür, für den Mast. Rohre habe ich 300 dabei. Ja, mir fehlen Rohre. Nee, ich habe alles genügend dabei im Moment. So, unser Haus liegt da hinten, das heißt, wo machen wir den hin? Einfach, wie weit können wir den einfach hier vorne auf die Ecke, hier, wo ich jetzt bin. Ja. Kann man das nicht direkt mit dem? Nee. Doch, warte, setz den mal. Jetzt warte. Jetzt machst du, jetzt nimmst du dir den Strommast. Beziehungsweise, nee, du nimmst ein Kabel. Ja. Markierst dann die Stelle da oben und dann kannst du wieder einen Mast ziehen, genau. Bist du das Ding, bist du da unser Haus und dann fahre ich, ja? Ja, fahr du. Soll ich noch mal. Was bleib, willst du drauf? Bleib nur in meiner Nähe, falls ich angegriffen werde. Ja. Kann ich auf dich klettern? Ja, warte. So. Da ist eine Elektroschnecke da oben. Wo? Oben. Ja gut, ich glaube, da kommst du aber schlicht dran. Ja, okay, ja, machen wir mit dem Jetpack später. Nur einen haben. Kannst du setzen? Ja. Warte, ich muss den auswählen. Ja, hab. Einen Moment. Ich habe so Panik bei den Dingern mittlerweile. Ne? Ja. Wir müssen die Kohle später noch mit einem Signalisator ausschalten. Das kriegen wir hin, das packen wir. Boah. Entschuldigung. Ich bin drauf. So, ich muss den gleich noch irgendwo hinstellen, oder? Vielleicht direkt hier oben drauf, auf dem Felsen rechts von mir? So weit oben. Boah, ne, der packt ja nicht. Ne, fahr mal erstmal in Richtung Felsen. Mach den mal hier oben auf dem Felsen noch drauf. Ne, hier hinten geht noch. Hier hinten geht? Hier. Schau mal, schau mal. Ja, kannst. So. Zu teuer, zu lang, zu teuer, zu lang. Ich hab aber noch genügend dabei. Okay. Zu teuer. Okay, ich hab. Ah, ich. Hast du noch Kabel dabei? Ja. Kannst du mir die irgendwie rein? So, ich wollte nicht einstellen. Okay. Hier. Ja, perfekt. So. Oh, man muss auch schon wieder auswählen, ne? Ja. Bleib stehen, muss eigentlich gehen jetzt. Hab ihn. Wo soll die nächste Leitung hin? Ist egal. Unseren Kraftwerken. Setz okay. Den da mal hin. Stopp, das ist zu lang. Das ist zu lang. Stopp. Hier, stopp. Hab ihn ausgewählt. Warte mal. Warte. Hier um Knick können wir nicht. Wegen dem. Ja, setz mal dahin. So. Willst du die finale Anbindung machen? So, dann pack du mal das Ding hier mal richtig. Achso, das ist schon voll, okay. Ah. Ich hab kein Kabel. Ah, ja, dann lauf grad in die Base. Das wäre Kabel. Ist egal, komm. Ich doch nicht, wie viel ich brauche, das sollte eventuell reichen. So.
So, Strom ist da. Perfekt. Und warum läuft trotzdem nichts bei uns hier? Das ist eine gute Frage. Ja, weil 50 allein nicht reichen, ne? Wir müssen nachfüllen hier. So, warte. Eins, zwei, drei, vier, hopp, fünf. So, das haben wir. Hier nochmal auf volle 200. Hier auf volle 200. Hier noch auf volle 200. Und hier auch nochmal. Ja, okay, jetzt ist keine Wahl. Ich habe so viel dabei, gell? Ich habe gerade nachgefüllt. So, jetzt ist der unser Strommangel fürs erste geregelt, ne? Wir haben im Moment einen Mittelwert beim Verbrauch von 60 bis 80. Und wie viel Kapazität können wir? Haben wir 170. Ja, geil. Am meisten Sinn macht es, da wir so viele Elektroschnecken haben, am meisten Sinn macht es, den Kohlegenerator dreimal zu übertakten, ne? Ja, gut. Weil der uns ja automatisch selber Strom macht, ne? Ja. Das heißt, wenn wir den jetzt dreimal übertakten, bräuchten wir die ganzen Biomasse-Dinger mit der aktuellen Kapazität gar nicht. Dann können wir die aber trotzdem erstmal noch hier lassen als Notfall, ne? Ja. Willst du das machen? Klar. In der Zeit kümmere ich mich dann hier um den Ausbau unseres Lagers. Was heißt Lagers? Also hier einfach die Fortschritte, den brauchen wir ja. So, 100 Kabel. Das brauchen wir noch alles, Rotoren und Rotoren kriege ich jetzt nicht. Dazu brauche ich noch mehr davon. Okay, das könnte jemand langsam zur Mangelware werden, unser Kupfer. Das ist scheiße. Hundert. Die 1000 haben wir auch. 20 Rotoren und versteckte Platten brauchen wir noch. Was brauche ich für versteckte Platten? Rohre. Haben wir genügend. So, Schrauben. Ich brauche nur 17 Platten. Ich hoffe, das kriegen wir hin. So. 17. Also, mein Plan wäre, wir brauchen dreimal diese Übertaktungsdinger da. Ja. Damit können wir dann den Kohlegenerator aufs Maximum übertakten. Und dadurch würden wir natürlich richtig viel Energie automatisch erzeugen lassen können, ne? Ja, gut. Wenn wir den komplett dreimal übertakten, machen wir statt so viel wie jetzt sogar zweieinhalb mal so viel. Darum wir machen jetzt schon. Kannst, wenn du magst, du dich gerne kümmern. Ja, was muss man dafür noch machen? Du brauchst für ein Energiefragment, ne? Eigentlich nur die Schnecke. Ja. Energiefragment. Achso. Ja. Soll ich machen? Ja, klar. So. Mir fehlt genau eins. Ist doch ätzend. Was brauche ich? Rohre. 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 Schrauben. Fertig. Fährst du mit? Ich würde gerade hier noch ein bisschen weitermachen, wenn das okay ist. Ich merke schon. Bis gleich. So, Stufe 3 haben wir jetzt auch komplett fertig, ne? Ja. Wir sind jetzt bei Stufe 4. Wenn ich das übertakte, könnten wir drüber nachdenken, die Biomasse-Dinger erstmal wegzumachen, ne? Abzubauen. Ja, was heißt wegmachen? Wir können die eigentlich ja erstmal da lassen. Eigentlich. Nur halt nicht in Betrieb nehmen. Ah. Könntest du mir gerade so einen Signalisator machen, wenn ich eh dahin fahre? Ja, lass diese sich einrichten.
Ja, dann fahre ich nicht ganz umsonst. Signalisator, den mache ich, glaube ich, da, ne? Signalisator, 15 davon und 2 Kabel. Langsam wird das hier. So langsam, langsam haben wir mit dem Kupfer ein Problem, ne? Aber nicht viel Kupfer. Nein, jetzt gar nichts mehr. Na gut, wir haben nur eine Bahn Kupfer, ne? Ja. Ja, aber wir haben ja noch 2 Kupferminen gefunden. Beziehungsweise eine. Die, also mindestens eine sollten wir gleich noch erweitern. Also wo ist der Wagen? Ja. Der Wagen ist hier drüben wieder, wie immer. Okay. An deiner Laderampe. Was für ein Zufall aber auch, ne? So, Signalisator ist drin. Perfekt, danke. Und wenn ich weg bin, wünsche ich mir gerne von dir einmal ein Big Mac. Nein, ja, klar. Wünsche ich mir gerne einmal von dir, dass du mir auch so eine Pistole bastelst. Ja, kann ich gerne machen, aber lass uns mal vorher darüber diskutieren. Stahlproduktion, verbesserter Nahkampf oder Logistik 3? Was macht Logistik 3? Neue Förderbänder und größere Lagercontainer. Oh ne, neue ja sowas alles, da müssen wir wieder viel hin und her rechnen, ne? Mhm. Dann müssen wir wieder die ganzen Produktionsabläufe optimieren, richtig? Für Lager meinst du jetzt? Ne, für Lager ist egal, unser Lager gefüllt sich ja im Moment in und nicht. Den Stahlkram. Nee, ich meine für die Bänder. Ja gut. Wenn wir da jetzt Bänder einsetzen, die schneller transportieren können, müssen wir wieder den kompletten durch. Ja, dann da habe ich gar keine. Ich habe mal Stahlproduktion ausgewählt. Ja. So, du willst das auch so eine Peng-Peng-Knall-Bumm haben. Genau. Aber ich will später gerne mehr jetzt nochmal auf Produktion gehen statt auf Forschung, ja? Ja. Das heißt, dass wir vielleicht schon mal drüber nachdenken, in die Luft zu bauen. Ja. Ich meine. Ja, Eisen haben wir genügend dafür. Wir brauchen ja hauptsächlich Beton, ne? Für die Plattform. Haben wir doch auch viel. Da haben wir einiges, ja. Ja, eigentlich geht es mir erstmal nur um die Plattform in der Luft. Ja, okay. Um zu planen, wo was hin soll. Ein Lagerplattform, eine Plattform zu produzieren. Ja. Und wir brauchen von den Ressourcenquellen brauchen wir dann eine Verbindung nach oben, ne? Ja klar, das wird das Schwierigste, glaube ich. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir eine gute Förderbandanlage haben, die schnell nach oben transportiert. Wir brauchen Strom, der schnell nach oben kommt. Und wir brauchen, das war's eigentlich schon, Großteil, ne? Also, bevor wir mal gerade schauen, geh bitte mal zu einem Biomassekraftwerk. Ist gerade schlecht. So, warte noch kurz. So. Nein, den einen will ich noch haben. So, ich habe nämlich was vorbereitet gerade. Ja. Kannst nachher an die mittlere Kiste gehen, ne? Perfekt, danke dir. So. Wo soll ich hingehen? Zu irgendeinem Biomassekraftwerk, ist egal. So. Biomasse. Geht da in sein Menü mal? Biomasse, 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 Biomasse. Biomasse? Ja. Da steht, was für eine Kapazität wir 70. haben, nämlich? 170. 170. Genau. Und wie viel wir verbrauchen aktuell, genau. Richtig? Achso, du willst jetzt die Schnecke einbauen? Wie viele Schnecken hast du denn jetzt? 3. Okay. Ja, eventuell musst du den Bohrer und auch noch die Linkshänder übertakten, ne? Den Generator. Ja, das versuche ich gerade. Ich weiß nämlich nicht genau, wie es funktioniert. Ah! Muss es von Hand. Boah, Kapazität, guck mal. Nein. Nee, man muss nur das Ding hier. Nur den Generator? Eventuell... Ja, du musst aber auch die Kohlezufuhr noch beschleunigen. Ja, vielleicht ist die aber schnell genug. Muss ich gleich gucken, muss ich testen. Moment. Aber ich glaube, den Biokraftstoff kannst du schon sparen. Den kannst du überall raushauen. Ja, ich kann ihn ja nicht ausmachen, ne? Ja, aber du kannst. Ja, das auch, aber du kannst den Biokraftstoff doch rausnehmen. Ich kann es abschalten. Juhu. Ja, und mach den Biokraftstoff überall raus. Und lass die einfach zu Ende verbrauchen. Du brauchst die nicht abstellen. Ja gut, dann lass sie einfach zu Ende verbrauchen. Ja. Ja, nee, nicht den komplett zu Ende verbrauchen, sondern nur ja, ich nehme alles rausnehmen. Raus. Ja. Wenn es nur noch eins ist, lass es zu Ende verbrauchen. Jetzt muss ich mal rechnen. Ist die rausgenommen? Nee.
Also im Moment passt das. Von der Produktion her. So, wir haben jetzt quasi das, die restlichen Lauten noch zu Ende. Gerade. Also das, was wir im Moment alles gebaut haben, können wir theoretisch mindestens doppelt zu... Na, jetzt gerade nicht mehr. Du hast jetzt alles rausgenommen? Ja. Läuft irgendeiner noch? Warte. Ich bin gerade dabei, erstmal wieder abzuladen. So, unsere Hauptgeneratoren sind aus und die da hinten in der Ecke sind auch alle aus. Sind alle aus. Okay, dann haben wir im Moment 60 bis 70, maximal mal kurz auch 80% Auslastung. Ja gut, jetzt dürfen wir hier unten eigentlich so gesehen nicht mehr viel anschließen, ne? Ja, wenn wir das machen, brauchen wir die Biokraftdinger wieder. Oder wir brauchen ein neues Kohlekraftwerk. Ja, oder so. Juhu. Aber der Extraktor, der MK1, der produziert so viel Kohle, ne? Ja. Man könnte hier noch einen zweiten Kohlegenerator daneben setzen, ne? Was auch noch? Ich glaube, das geht. Du Scheiße. Ich lasse es erstmal so laufen, ja. Ja, klar. So, ich sorge dafür, dass mein Inventar mal was leerer wird. So, die Grundrohstoffe verarbeiten. So, Bio-Rohstoff. Wie nenne ich das Ganze denn? Kohlegenerator, ja? Ja, das ist auch so easy. Wie sollst du es sonst benennen? So, benennen. Ich komme dann mal zurück. So, die Frage, wo willst du die Plattform quasi bauen? Direkt hier oben drüber jetzt oder woanders? Schauen wir gleich mal. Tatsächlich, was hältst du davon, bevor wir damit anfangen, die Plattform zu bauen? Noch einen zweiten Kohlegenerator in Angriff zu nehmen, und zwar doch, wo wir eben nicht hinkommen, auf der anderen Seite von dem, von der Landschaft da, weißt du? Auf den anderen Generator? Bei der anderen Kohlequelle, ach du Scheiße, wenn wir wissen, wie da hinkommen. Ja, dann können wir uns doch drüber bauen mit Plattformen. Oh Gott. Kannst du schon mal anfangen? Ich komme zu dir, Leute. Ja. Oh Gott, warte, lass mich nur vorne mal den Wetter auslernen. Wow, wow. Oh, überlebe ich, alles klar. Ich will vorher mein Inventar definitiv aussehen, bevor ich das anfange. So. Dann. Ich hab mich jetzt nicht festgewärmt. Nee. So, den Kram nehme ich noch mit. Das kann hier bleiben. Ansonsten kann der Rest auch da bleiben. Gut. Ich bin wieder da, ne? Also wenn du aufspringen willst, spring einfach auf. Soll ich einfach von hier aus rüberbauen dann jetzt, oder? Ja, wollen wir das mit dem Auto oder ohne machen? Das jetzt so. Okay. Dann schauen wir mal gerade am besten gleich, wo wir das machen. Aber warte noch kurz, ich muss hier noch die Rohstoffe mitnehmen. Ich nehme einfach mal das mit, das könnte eventuell schon gut sein. Gut, dann gehen wir mal nach hinten. Du hast immer nur einen Schuss mit dem Ding? Ja. Da hinten müssen wir hin. Ist da die Kohle, ja? Ne, die ist in Richtung Westen mehr. Jetzt Richtung Westen, 200. 200, das ist nicht viel. Ja, deswegen. Wir müssen nur auf die andere Seite bauen. Müssen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, die ist da unten. Ja, da unten bist du doch. Ja, die andere Seite da hinten, da kommt man noch gar nicht hin. Das ist nur so Landschaft, die so aufgemalt ist, weißt du? Ja. So. Bauen wir uns von dort? Ja, ich gehe gerade mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja.
Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!